Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch vor einem kleinen Bug warnen, den ihr, falls ihr davon gelesen habt, lieber nicht ausprobieren solltet, wenn ihr keinen Bann riskieren wollt. Aktuell gibt es eine Möglichkeit, innerhalb von, je nachdem wie man reinhaut, 1 bis 2 Stunden von Level 50 auf Level 60 zu kommen. Und dabei wird eine Mechanik genutzt, die so von Blizzard wohl nicht intended ist. Also, dass das nicht so geplant war. Ich will euch an dieser Stelle eben nur drüber berichten. Falls ihr in Foren oder sonst wo gelesen habt davor, macht es lieber nicht nach. Probiert es nicht aus. Ich werde es auch nicht machen, auch nicht zu Testzwecken in diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ihr kennt das Spiel, worum es geht. Ihr könnt, wenn ihr auf Level 50, 51 seid, mit einem Freund in eine Gruppe gehen. Alternativ auch mit jedem anderen Spieler. Die einzige Bedingung ist, dieser muss zwischen Level 10 und 49 sein und muss bei Chromi in Orgrimmar oder Sturmwind aktiviert haben, in den alten Gebieten von Kalimdor und so weiter zu leveln. Das geht hier im Tal der Geister bei der Botschaft von Orgrimmar. Wenn er das ausgewählt hat, kann man Silithus, na, wo haben wir es? Silithus betreten. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Bevor das Schwert von Sargeras da reingeschmettert hat. Also das hier ist die neue Version. In der alten Version ist es nicht von dem Schwert beschädigt. Ihr könnt nun in die Gruppe eures Freundes beitreten und aktiviert die Level-Skalierung quasi, dass ihr ihm helfen könnt bei seinen Quests. Dann ist für euch diese alte Zone von Silithus wieder aktiv. Und in dieser Gegend hier, der Bau des Zora-Schwarms, findet ihr Silithiden-Drohnen, die, wenn ihr sie besiegt, 1500 EP pro Kill geben. Wenn ihr erholt seid, sind es 3000 pro Kill. Und das, wenn ihr überlegt, in einem Bereich, wo eine Quest, weiß ich nicht, 10.000, 12.000 EP gibt, wenn ihr sie abschließt, müsst ihr nur 4 Mobs killen, um denselben Ertrag zu haben. Und das geht innerhalb von wenigen Sekunden, zumindest ein Mob. Und ihr könnt euch denken, damit levelt man sehr, sehr schnell. Ihr könnt euch aber auch denken, dass das von Blizzard nicht so gewollt ist. Und ich habe viele YouTuber und sonst was gesehen, die diesen Trick nachgemacht haben und Leuten dazu raten, es zu testen und zu sagen, ey, könnt ihr euch heute an einem Tag euren Twink hochziehen und macht dies und das? Nein, macht es nicht. Definitiv nicht. Auch wenn es vielleicht verlockend scheint und man sagt, ja, wenn die so viel EP geben, dann ist ja nur im Spiel drin, ne? Kann man das auch nutzen? Nein. Tut es einfach nicht. Wir haben gesehen, beispielsweise bei den Mobs, an denen man viel Stygia farmen konnte, weil sie schnell respawned sind, Blizzard hat die Leute, die das gemacht haben, gebannt und ihren Fortschritt zurückgesetzt. Und ich gehe zu 99,9% aus, dass auch das eine Mechanik ist, die nicht gewünscht ist, die fehlerhaft ist, dass man nicht so viel EP bekommen sollte. Und wenn ihr das ausnutzt, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch einen Bann bekommen. Und euer Char, mit dem ihr das gemacht habt, wird im Level zurückgesetzt. Also Pfoten stillhalten und auf ganz normalem Wege leveln. In diesem Sinne, wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Reingehauen!